Nee, Frau hat nach mir gepiepst. Ja, hier bin ich. Ja. Ich habe geläutet. Ja. Oh, was mir jetzt wieder gut gefällt, ist unser Originaldöschen dabei. Ja. Und das macht die Sache immer ganz besonders. Ja, ja, ja. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verliebe hier. Das ist eine Libelle. Mhm. Oh, das ist aber eine schöne Bursche. Ja, es ist ganz hübsch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kann man sich denn davon trennen? Bitte schön, die Dame. Aber jetzt werden wir es gleich erfahren, nicht wahr? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Darf ich vorstellen, Wendela Hortz? Ich freue mich. Guten Tag. Ich bin die Marianna Glehm aus Hannover. Aus Hannover. Darf ich Marianna sagen, mit großem Respekt? Marianna, bitte. Marianna, oh Gott im Himmel, welch ein Fauxpas. Ich bin natürlich der Horst. Liebe Marianna, erzähl mir ein klein wenig. Hannover habe ich jetzt mitbekommen. Ich gehe mal davon aus, du lässt mittlerweile für dich arbeiten. Du musst nicht mehr selber gehen. Ne? Das ist schon mal schön. Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du einen absoluten Traum? Was möchtest du noch mal erleben, machen, tun? Wo möchtest du noch mal hin? Hast du so ein Ding, wo du sagen würdest, das ist über Jahrzehnte immer wieder weggeschoben worden, weggelegt worden? Ja, ich würde gerne eine Reise machen, nach Peru auf Machu Picchu. Oi. Und das nehmen wir dann schon mal mit für die Reisekasse. Das wäre sehr schön. Wo hast du denn diese wunderschöne Brosche her? Die habe ich von meiner Schwiegermutter zur Hochzeit 1970 bekommen. Ja. Und die hat sie wiederum, die Brosche hat sie wiederum von ihrer Mutter zu ihrer Hochzeit bekommen. Wow. Liebe Wendela, da du ja schon verliebt bist, die ist aber auch hübsch gemacht. Wunderschön. Mein Gott. Ja, ja. Fang einfach an. Wir können vielleicht mit der Schatulle starten, mhm. die original ist und ja, mir sehr gut gefällt. Das freut mich sehr, dass wir hier mal in einem solch guten Zustand ein Set sozusagen haben. Also sehr schön lederbezogen. Die deutet schon so ein bisschen auf die Jahrhundertwende, die Zeit um 1910 hin. Von einem renommierten Juwelier aus Wien, mhm. und zwar Juwelier Hartung am Kohlmarkt. Mhm. Und diese wunderbare Libellenbrosche passt vom Motiv auch ganz wunderbar in diese Zeit. Die Libelle ist sehr elegant von der Form, eignet sich sehr gut, um es in Schmuck zu übersetzen, aber es ist auch ein sehr geheimnisvolles Tier. Sie durchläuft eine Metamorphose und ein bisschen gefährlich ist sie auch. Libellen sind Raubinsekten. Also das Ganze übt eine große Faszination aus. Und in der Zeit um 1900 gibt es also unzählige Insektenbroschen und besonders gerne eben Libellen, weil das einfach ein faszinierendes Tier ist. Es gibt eine Punze hier auf der abschraubbaren Brisur. Man kann also diese Broschierung wegnehmen, denn so eine Libelle, die hat sich gern auch mal ins Haar oder an den Hut gesetzt. Dann konnte man also unterschiedliche Brisuren anbringen. Hier gibt es eine Punze, die verrät, dass es sich um 590er, also ca. 14 Karat Goldlegierung handelt. In Wien wurde das Ganze geprüft und der Hersteller war ein AL, der Goldschmied. Wer genau, können wir leider nicht sagen. Auf der Rückseite kann man sehen, dass die Flügel, der Unterbau für den Grubenschmelz, also für das Email, das wurde aus Silber gearbeitet, hatte vermutlich den Grund, dass man genau diese Farbeffekte haben wollte, nämlich dieses ja leicht irisierende, changierende Blau. Und dazu brauchte man diesen silbernen Untergrund. Und dann wurden hier in Gold Stege eingelötet und das Ganze wurde emailliert. Mit Diamanten im Altschliff hier nochmal besetzt. Und was wirklich interessant ist, ist der Libellenkörper. Der ist nämlich mit wunderbar feinen Smaragden hier ausgefasst. Also das ist ein sehr, sehr schöner Smaragdbesatz in einer tollen Farbe. Und die Augen nochmal sind mit Rubinen akzentuiert. Also es ist wirklich ganz wunderschön gemacht. Was ein bisschen wehtut, sind die Emailschäden hier. Also das Stück muss halt schon mal runter oder vielleicht auch zweimal runtergefallen sein. Hier gibt es einige Risse im Email und auch kleine Ausbrüche. Aber den Gesamteindruck stört das Ganze nicht. Was möchtest du denn gerne dafür haben? 600, 700. Wie schätzt Wendela das besondere Stück ein? Ja, wir starten mit dem Gold-Ankaufswert. Der liegt heute bei ca. 300 Euro. Aber dieses schöne Stück mit der Original-Schatulle,
das schätze ich hier auf 1.200 bis 1.500 Euro. Das wäre schön. Ja, das ist aber ein Ticket-Flugticket. Oh ja. Das ist aber ein ganz Ticket-Flugticket. Ja. Es war mir eine Freude, so eine bezaubernde Dame kennenzulernen. Dankeschön. Da geht es rüber. Danke. Viel Spaß. Danke auch. Tschüss. Sehr gerne. Und jetzt Augen auf beim Edelsteinkauf. Wow, wunderschöne Arbeit. Mhm. Libelle mit Email und Diamanten im Altschliff und grünen Farbstein. Das könnten jetzt Smaragde sein, das könnten Turmaline sein. Sehr schön. Und das Stück kommt aus Wien. Ne, schon wieder. Wir haben heute die österreichische Woche. Sehr schön. Wer sichert sich diesen Schatz? Präferenzen hat Mariana keine. Vorausgesetzt, ihre Brosche wird wertgeschätzt und spült ordentlich Bares in die Reisekasse. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schönen Tag. Hallo, die Damen. Guten Tag. Was für ein bezauberndes Schmuckstück haben Sie mitgebracht? Das stimmt. Wir sind alle verliebt. Ja, wirklich. Total. Also ich bin ja kein Broschenfan, aber die gefällt selbst mir sogar richtig gut. Auch als Angler. Das du wolltest sie selber tragen, fast, oder? Nein, aber die ist sehr gut gemacht, weil wenn du weißt, wie die Fifis aussehen, ist die schon top gemacht. Ja. Wir haben im Mai wunderschöne Smaragde, Altschliffdiamanten und in den Augen vielleicht Rubine ganz sogar. Ganz kleine Rubinen, ja. Sehr schön. Traumhaft. Das ist wunderschön, ja. Also und es stecken auch viele Erinnerungen drin. Ja, sehr schöne Jugendstilarbeit. Das ist immer, das wird hoch honoriert. Wenn du sowas im Laden hast und wenn einer reinkommt und sich verliebt, zahlt er jeden Preis. War die Dame auch mal auf dem Opernball vielleicht mit diesem Schmuckstück? Ja, Opernball in Bayreuth und in Salzburg. Oh, sehr schön. Tolle Geschichte. Aber schon lange nicht mehr. Darum würde ich mich freuen, wenn jemand anders Freude dran hätte. Ja, das ist aber lieb von Ihnen. Ja, dann starten wir mit 500. 550. 600. 650. 700. 710. 1000. Also sowas sieht man wirklich sehr, sehr selten. Ich kaufe keinen Schmuck, aber das gefällt mir so verdammt gut. Ja, ja, mir gefällt es auch sehr gut. Oder? Ich erhöhe auf 1200. Wahnsinn. 1300 bei mir. 1400. Ja, sind wir am Ende? Niemals. 1500. 1550. 1600. 1700. 1750. Also ich finde 1750 finde ich schon einen tollen Preis, da steige ich aus. Jetzt geht's wieder los. Nein. Die Susi und der Wolfgang. Ich steige jetzt auch aus. Mhm. Darf ich Ihre wunderbare Brosche kaufen für 1750 Euro? Einverstanden. Sehr schön. Wunschpreis fast verdreifacht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 und ein 50er. Vielen lieben Dank, Sie da. Bitte schön für Sie. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen allen. Engelchen, Mama und Jod. Auf jeden Fall war eine super Sache. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wolfgang, Gratulation. Ja, jetzt fliegt sie nach Oberstaufen. Ja. Ich habe sie schon in Bornheim sitzen gesehen. Ja, da hat sie kurz Halt gemacht, aber sie ist weitergeflogen. Ja.